Herzlich willkommen bei uns auf dem Weingut Schwarz. Heute sagen wir vielen Dank für das Zuschauen und wir verschenken euch eine Flasche Wein. Bleibt dran und schaut zu. Und wie ein Sonnenuntergang bei uns im Rebhaus aussieht, das seht ihr jetzt. War das nicht ein wunderschöner Sonnenuntergang? Das war bei uns in der Pop-up-Weinbar mitten im Rebberg. Ja, und es sind super viele Leute gekommen. Es gab super feine Plättchen, den passenden Wein dazu und die Stimmung war einfach einmalig. Und wenn auch ihr mal diesen wunderbaren Sonnenuntergang erleben möchtet, kommt vorbei. Wir haben noch zwei Anlässe, 24. und 31. August. Also um 24. ist fast ausgebucht schon. He? Ja, also es hat noch ein paar wenige Plätze. Wenn ihr dabei sein wollt, ruft an oder schreibt uns eine E-Mail. Unbedingt reservieren, es lohnt sich. Und hier haben wir noch ein paar Bilder von diesem schönen Abend. Heute wollen wir euch Danke sagen fürs Zuschauen und für die großartige Unterstützung, die ihr uns immer wieder entgegenbringt. Ja, es macht immer wieder Spass und auch letzte Woche sind ein paar vorbeigekommen an unserer Degustation. Vielen Dank für den Besuch, Tamara, Gary, Pius und Silvia. Es war richtig toll, euch kennenzulernen. Es freut euch, wenn ihr mitmacht, Kommentare schreibt, uns besuchen kommt. Das ist für uns eine große Bereicherung und es freut uns immer wieder, wenn ihr kommt, Kommentare schreibt oder sonst irgendwie mit uns interagiert. Genau. Und besonders, wenn es heisst, wenn man auf jemanden zugeht, der bei uns vorbeikommt und sagt, ha, jetzt sehe ich dich mal live. Und dann weiss ich, oh, das ist jemand, der unsere Filme schaut. Ja, ihr kennt uns, also mittlerweile kennt ihr uns ja schon sehr gut. Ja. Und wir kennen euch eigentlich gar nicht. Und es ist immer spannend, die Erlebnisse und die Geschichte, die es daraus gibt. Also für uns ist es richtig toll. Ja, ist etwas Schönes. Danke euch vielmals. Dankeschön. Und ich hoffe noch eine gute weitere Zeit mit euch. Ja, und wir haben natürlich auch immer wieder spannende Sachen. Also wir bekommen auch immer viele Fragen für etwas mit dem Rebstöcken zu oder tun. Oder die Schafe. Also alles Mögliche wird uns gestellt. Und wir haben letztens für den Dani, wie heißt der? Dani. Kannst du mal sagen? Jedenfalls. Entschuldigung. Wir haben einen Wein bekommen, weil ich habe einen Dani Busse, genau. Danke vielmals Dani Busse für diesen tollen Wein. Und die schöne Karte. Ja, wir haben ein paar Fragen beantwortet und er war so begeistert. Ja. Da haben wir eine Flasche Wein bekommen. Also werden wir demnächst mal probieren. Danke vielmals. Ja. Und das ist ja nicht die einzige Flasche Wein. Ja, wir hatten auch noch Besuch im Juni, im Mai war das. Im Mai, genau. Genau, von der Familie Mai. Und die haben uns diesen super schönen Schaumwein, den Mai Flower, mitgebracht. Ja, danke auch euch. Es war ein super toller Tag, ein wunderbares Nachtessen natürlich. Ja. Ja, war richtig toll und wir haben schon so viele Leute kennengelernt und ich hoffe, es werden noch mehr. Also wenn ihr auch mal Lust habt, also ja, kommt mal an der Weindegustation vorbei. Besucht uns. Wir sind eigentlich da, wir sind motiviert, neue Leute kennenzulernen. Auf jeden Fall. Genau, also. Und jetzt haben wir immer noch mehr. Es gibt noch mehr. Ja, da wir schon fleißig Wein bekommen haben, haben wir gedacht, ja. Es ist wieder mal Zeit, eine Flasche Wein zu verschenken. Wir verschenken auch eine. Und schreibt einfach unten in die Kommentare, ja, ich will die Riesling-Sivane auslesen. Ich will. Und Daumen nach oben, liken und teilen. Ja, einfach reinschreiben und dann kannst du ihr die Flasche Wein geben. Es ist wieder heiß und der nächste Vlog, da könnt ihr euch darauf freuen, hat mit Wasser zu tun, aber nicht mit Baden. Also das Baden ist jetzt erledigt. Und Andi, wie sieht es bei dir aus aktuell? Was machst du für Arbeiten? Oh, ja, es ist richtig heiß draußen. Dann heute Morgen früh bin ich mit der Rückensense unter den Stöcken freischneiden gegangen. Ja, das machen wir immer morgen früh.
Das ist eine schweißtreibende Aufgabe. Ja, es gibt noch viel Arbeit und ja, momentan gibt es nichts mehr viel zu sagen. Wir haben alles erzählt. Ja, wir werden unseren Kaffee noch genießen. Der ist nämlich hier. Entschuldigung. Ja. Schreibt unten in die Kommentare, ich will den Wein gewinnen. Genau, dann werden wir schauen, wer ihn bekommt. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja, genießt ein gutes Glas Wein in der Sommerhitze. Ja, ja. Habt viel Spaß. Macht es gut. Kanal abonnieren. Genau, und liken und überhaupt, ihr kennt das ja voll. Also macht es gut. Tschüss. Schon cool, diese Weine, die wir bekommen haben. Ne? Ja, also tolle Tropfen. Und eigentlich könnten wir das ja so machen, wenn uns jemand eine Flasche Wein schickt, könnten wir eine von uns schicken. Also einen Tausch machen. Ja, genau, wie bei uns Winzer. Das genau, machen wir auch. Ja? Genau, die Winzer untereinander, die tauschen genau. Flaschen, das könnten wir mit unseren Zuschauern auch machen. Ja, jeder, der uns eine Flasche Wein schickt, dem schicken wir eine zurück. Hey, das wäre was. Genau. Das können wir machen. Ja. Auf den freue ich mich. Ja, ich auch. Frankendorfer Mädlenjäger. Madlenjäger. Madlenjäger. Ein Madel. Madel ist ja frisch. Super.